Fleischration. Ich packe ihm Fleisch ins Tier, was die essen kann. Ich habe noch mal ordentlich. Denken Sie, das reicht? Oder ich werde wohl noch mal los müssen, oder? Je nachdem, wie schnell Sie kauen mit dem Tier, mein Lord. Sollte aber eigentlich reichen, würde ich meinen. Sitzt du irgendwie nicht richtig heute vom Rechner her? Ach, gut, das war jetzt nicht wirklich Roleplay-technisch, aber okay. Ist ja richtig, wenn man da ein bisschen länger streamt. Wie weit sind Sie mit dem Verladen? Fast fertig. Warte, mein Lord. Der eine ist fertig, der andere braucht noch. Ich würde sagen, der fertig ist, hilft dem anderen. Brauchen wir noch was? Ist auch genug Fleisch für die Tiere vorhanden, mein Lord? Und Bären, unsere. Wir waren jetzt schon lange Zeit auf Reisen, damit die Tiere im Stall nicht verhungern. Ich geh mal gucken, Captain. Wir haben ja den Architekt mitgenommen, daher ist das mit den Kisten ein bisschen schief gelaufen. Bärensammler, wir haben nicht wirkliche Bärensammler mittlerweile. Wohl, hat nicht. Doch, das Dreihorn, stimmt. Und mein Fingertier. Der Langfinger. Ich gehe mal den Langfinger holen. Machen sich doch die Unordnung hier wieder weg. Ui, was hat denn der geladen? Wo ist der? Naja, für den gibt's kein Roleplay-Sattel. Na, welcher Tag ist denn das? Mit der hol mal Beere. Schlitz, Schlitze, komm her! Oh, Schatten X. Nee, muss ich dich enttäuschen.
Willst du sehen, warum? Ich zeig dir mal, warum. Hüpp. Hüpp. So. Muss ich jetzt mal kurz gucken, wo der ist. Ne, durch. Ja, ist schon mal ein bisschen schwieriger, das ganze Kreaturen. Land. AT-AT, du siehst hier schon Old, ne? Ja, das Level. So, du siehst hier, dass es Bronto ist. Und ich zeig dir das Ganze jetzt mal, warum wir mit dem AT-AT hier nicht arbeiten werden. Der Modder ist einfach noch nicht so weit, damit so AT-AT funktioniert, okay? Du siehst, das Ganze sieht ein bisschen arg Plastik aus. Und guck mal, ich kann von unten durch den Kopf durchschauen. Und deswegen werden wir im Finale der AT-AT nicht benutzen. Zumal das jetzt wirklich ein Pronto ist, ne? Ja, ich kann sogar durch den Fuß laufen. So, nur an dem linken Fuß kann man einsteigen. Du hörst vom Laufe, das ist ein Pronto. Sieht ein bisschen doof aus, ne? Hier vorne durch die Scheibe sieht man den Spieler nicht. Ich weiß nicht, wie weit der Modder noch macht. Und ich kann, das hier ist die linke Maustaste. Das ist die rechte Maustaste. Der C-Knopf, das Ding kann gar nichts. Gar nichts. Wir können nicht benutzen. Button X. Ist einfach so. So, jetzt mache ich mal lieber das ab, bevor ich da was verkehrt mache. Und so sieht das Ding aus, wenn es stirbt. Es fliegt nach sonst wo. Okay? Und deswegen muss ich dich da leider enttäuschen. Da kriegen wir nichts Schönes Roleplay-Technisches hin. Und für alle anderen, die gerade zuschauen, das war jetzt gerade einfach nur eine Demonstration. Das hat nicht zum Roleplay gehört. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Ich wollte einfach nur zeigen und nicht von vornherein Hoffnung mache und dann enttäusche. Ich nutze das einfach nicht, weil es noch nicht funktioniert. Ich hoffe, der Modder vom Star Wars Mod macht weiter. Vielleicht sieht er ja das Video. Er wird wahrscheinlich der deutschen Sprache nicht mächtig sein, aber wenn er ja Daumen drücke, dass er weitermacht, einfach, ne? Sieht schön aus, ja. Schön sehen die Sache alle aus. Ich könnte dir alles Mögliche zeigen. Von der Star Wars Mod. Was wir alles probiert haben. Wir tun ja zwischen den Streamtagen, tun wir ja Sache ausprobieren. Wie können wir das im Roleplay reinbauen und so weiter. Es sind so viele, Flieger noch dabei im Mod. Sobald einer in den Flieger einsteigt, fliegen alle vom Server. Wir haben zum Beispiel diesen gelben Naboo Fighter, den der Anakin Skywalker in Episode 1 benutzt, um diese Droiden-Station zu zerstören, damit die Droiden nicht mehr funktionieren. Diese gelbe Flieger ist zum Beispiel drin. Sobald dort Spieler einsteigt auf dem Server, sind alle anderen Spieler, egal wie viele, um Server Hunde. So, jetzt verpackt das mal ins Roleplay. So wie jetzt, ne? Butch! Warum auch immer fliege ich vom Server? Das ist schön. Das macht Spaß. Wundervoll. Das ist einfach arg, wie es leibt und lebt. Es dauert kurz, bis ich wieder im Spiel drin bin, weil 15 Mods dauert, bis es leid. So lange hat er musikalische Unterhaltung. Und ich melde mich sofort wieder zurück, sobald ich auf dem drauf bin. Solange können wir uns ja gechillt im Chat unterhalten. Und ja, wir können so die Sache mit mir erzählen, die da so quatschen wollen. Ja. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich muss kurz warten, bis mein ACM reagiert.
Na, geht's jetzt? Hey, ein... Hallo? Wer sind Sie? Ich bin ein höheres Wesen der dunklen Seite der Macht. Ich dann muss mich nicht vorstellen. Dann sind Sie ein Feind. Oh je. Also, ergeben Sie sich oder wir werden Sie bekämpfen müssen. Rennen Sie nicht weg. Hilfe! Was geht hier ab? Aua! Ich muss Sache abwerfen. Ich muss Sache abwerfen. Sind die bekloppt? Ihr schlitzt die alle weit auf. Das sind Rebelle! Captain Phasma! Jawohl, mein Lord. Ich werde attackiert! Hinten an den Wasserbrücken! Captain Phasma! Ja, mein Lord, ich mach mich auf den Weg sofort. Ich gehe jetzt in Angriff, was sagen ihr? Angriff, oder? Angriff ist die beste Verteidigung! So, wir wollen aber noch ein bisschen schneller laufen können, oder? Und da machen wir gleich mal ein bisschen mehr live drauf. Da, wo sind die? Die haben mir doch nur geballert. Wo sind die Däuser? Stehen bleiben, oder wir... Alter! Aua. Komm, gib mal einen Schuss. Ergib dich! Überraschend. Als erwartet. Ja. Mein Gott, ich kenne den Weg nicht. Erwischt. Wie viele sind hier noch im Gebüsch? Ein paar hunderttausend. Wir sind mit einer Masse hier, die Sie sich gar nicht vorstellen können. Sagen Sie mir die Wahrheit oder es blüht Ihnen dasselbe. Okay, vielleicht 500.000. Oder doch 1 Million. Verdammte Rebellen! Mit ihrer Droherei. Ich spüre ja keine weiteren Wesen. Oh, Bier. Bier ist immer gut. Was ist denn das? Hochinteressant. Hochinteressant. Oh. Oh. Der hat ja richtig. Richtig. Ach, schaut mal. 1, 2, 3. Das müssen wir doch mal ausprobieren. 1, 2, 3. Das probiere ich mal kurz aus. Ich mach mal kurz Stimmeverstellung. Hallo? Hallo? Rebelle meldet sich zum Dienst. Jemand zu Hause? Ja, guten Tag. Was wollen Sie? Ich möchte abgeholt werden. Sie wollen abgeholt werden? Wo sind Sie denn? Wer sind Sie überhaupt? Wie weisen Sie sich aus?
Ich bin, Rebelle Han Solo? Dann geben Sie bitte das Codewort durch und schreien Sie bitte nicht so ins Funkgerät. Man hat Ihnen doch in der Ausbildung sicherlich was anderes gelehrt. Codewort von Han Solo? Ich hab zuerst geschossen. Das ist das falsche Codewort. Das ist das berühmteste Easter Egg, das es überhaupt in der Star Wars Geschichte gibt. Wie kann das kein Codewort sein? Bitte hören Sie auf, in das Funkgerät zu schreien. Sie können mich leiser stellen. Unteroffizier, schon komplett leise. Das ist ein neues, Codewort. Das wurde erneuert. Ein neues Easter Egg. Das muss wohl aus den neuen Teilen sein. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Please hold the line. Der nächste freie Mitarbeiter wird direkt mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signal. Schicken Sie keine weiteren Truppen in meine Gebiete. Zwei von euch haben mich schon nicht überlebt. Die anderen 5 Millionen Einheiten sind auf dem Weg zu Ihnen. Bitte warten Sie einen Moment. Hallo. Wenn Sie weitere Fragen haben, drücken Sie bitte die 2. Dude. Die mehr Truppe schicken, dann tue ich Mutter unter Schlafsack setze. Ich wechsle doch wieder zu der anderen. Captain Phasma, Sie sind so eine Enttäuschung! Ich musste alles alleine machen! Warum funktioniert der Scheiß nicht? Wenn ich doch motze will und die mich nicht hört, wieso funktioniert das nicht? Captain Phasma! Mein Lord, können Sie mich hören? Captain Phasma, Sie sind eine totale Enttäuschung! Ich musste hier alles alleine aufschlitzen, was soll denn das? Ich wurde unterbrochen, ich habe die Koordinaten des vom Schüler erhalten. Wir können ja zu dem Objekt aufbrechen. Ich komme zurück. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir müssten... Bla bla bla, ich komme zurück. Ja, ich sehe sie noch nicht, sie sind so langsam. Oh, die wird sowas von degradiert. Sturmtruppler, Saboteur angetreten, wir brechen gleich auf. Also ihr brecht gleich auf, ob ich noch mit darf, ist eine andere Frage. Wiederholen Sie das nochmal. Ich hatte Störgeräusche. Nichts, mein Lord. Alles in Ordnung. Da hinten stehen noch mehr Schafzähne. Also jeder braucht auf jeden Fall ein Tier. Sie senden immer noch. Tut mir leid, mein Lord. Och nee, nee. Ah, komm, jetzt nimm ich abbreche. Weiterspiele. Ich hab keinen Bock mehr auf Crash. Anwesend, Aufbruch. Wir müssen. Ist wieder was da passiert. Anziehen und los. Und nichts Rotes anziehen. Nein, werde ich nicht. Soll ich auch einen Mischer besteigen?
Natürlich. Alle weiteren Truppen nehmen die Schafzähne. Einer ist vor der Basis, der andere steht da hinten beim Langfinger. Schade, ich habe mich gefreut, zu Fuß zu laufen. Ist zu lange. Der Schattentrooper ist endlich wieder aus der Kryokammer erwacht. Sehr schön. Captain Fassmann, wo sind die Koordinaten? Die Koordinaten sind 35, 85, mein Lord. Gut, wir folgen Ihnen. Warten, warten! Sollte ich dem Shuttle-Trooper da hinten zugucken, wie er versucht auszuparken? Oder soll man lieber weggucken, weil es zu peinlich ist? Und wir gucken einfach dahin. Guck mal, T-Rex, der rückwärts laufen kann. Ist doch ganz toll. Oh, es ist ihm gelungen. Juhu! Gut, jetzt können wir aufbrechen. Moment, ich schließe das Tor, Captain. Mein Lord. Oh, nee. Warum legt das so? Alter! Es ist wieder, wir haben diese Mods hier, do bling, bling, leuchte, leuchte und bewege. Und es regnet in Arg. Und es ist noch Ragnarok. Und die komplette Combo ist es einfach. Sind die jetzt Donäbe runtergerannt oder wo sind die hier? Ich renne jetzt einfach mal da runter. Die Stamina von dem Roboter ist einfach turbo schnell leer. Ah ja, da sind sie.